Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Nach unzähligen Tests habe ich es endlich hinbekommen. Ihr wisst es vielleicht noch, wer es gesehen hat, in meinem Video, wo ich geschrieben habe, dass das Falacar-System großer Mist ist. Bin ich ehrlich, stehe ich immer noch ein bisschen dazu. Was heißt nicht ein bisschen, wenn ich nicht so viel Modifikation hätte machen müssen? Ja, hätte ich es gelassen, bin ich ehrlich, hätte ich aufgegeben. Hätte ich diese kleinen Radien nicht hinbekommen, hätte ich das alles nicht so sauber hinbekommen, wie es geworden ist. Und damit recht herzlich willkommen bei Drehendreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da. Und im Hintergrund seht ihr schon, wie ich gerade das Ganze gebrannt habe. Den letzten Teil meiner Strecke im letzten Video hatte ich es ja so ein bisschen vorbereitet mit der Schablone und habe alles so ein bisschen gemacht. Und jetzt war es soweit, ich hatte mich hingesetzt an mein CAD-Programm und habe mir da die Strecke, nicht CAD-Programm, entschuldige, mein Lightburn, habe das Ganze dort entworfen, habe die Strecke gebaut, habe das Ganze jetzt hier fertig gemacht und habe, wie gesagt, wie wir gerade gesehen haben, gebrannt. Natürlich mit den gleichen Einstellungen, die ich hatte, oben wieder mit dem gegenläufigen oder gegenarbeitenden Magneten auf der Seite. Ist klar, musste ich jetzt machen, sonst hätte ich auch die Kurve nicht hinbekommen, die hat den gleichen Radius oder den gleichen Durchmesser wie auch die andere Kurve vorm Bahnhof. Das habe ich also hier verwendet, habe ich auch im letzten Video gezeigt, dass ich das da angezeichnet habe. Und im Grunde genommen habe ich genau das gemacht, was ich im letzten Video erzählt habe. Ich habe hier vorne den kleinen Schlängel reingemacht, wie ich auf die Straße auffahre. Hinten hat man ja alles schön plan geschnitten, das passt also alles. Und somit konnte ich jetzt die Strecke hier ganz, ganz sauber einkleben, beziehungsweise erstmal positionieren und ausprobieren, geht denn das Ganze überhaupt auf? Ihr habt es vielleicht eben gesehen oder auch nicht. Ich hatte es kurz gezeigt, dass die beiden Enden von den überlappenden oder von den verbindenden Teilen, wo ich da oben die Kanten habe, damit die Magnete sich genau gegenüberstehen, habe ich die ganz am Ende, habe ich die beweglich gemacht. Da habe ich das so ein bisschen breiter ausgeschnitten. Und da konnte man das dann schön einstellen, dass die Magnete tatsächlich, die Magnetspuren, die Magnetbänder tatsächlich genau aufeinander stoßen und dann ganz sauberen Fahrt gewährleisten irgendwo. Die kleine Ecke, die ich da anklebe, davon hatte ich schon mal erzählt. Das ist das, wo im Grunde genommen die Kurve nicht zu eng war, aber tatsächlich eben die Hinterachse des Fahrzeugs zu weit nach innen gefahren ist und er immer von der Straße runtergesprungen ist, musste ich also ankleben. Hier vorne mache ich jetzt einen abschließenden Test. Funktioniert das Ganze überhaupt an dem Bahnübergang, den ich ja hier geschaffen habe? Läuft der Wagen da sauber rüber? Spüre ich da irgendwas, wenn ich da mit dem Finger drauf tippe, ganz leicht? Kennt ihr selber oder auch nicht? Vielleicht, wenn ihr das nicht kennt, probiert es aus. Wenn ihr den Finger auf den Wagen drauf tippt und leicht schiebt, merkt ihr, ob da drunter was hoppelt. Ich glaube, das weiß jeder. Aber ist ja auch egal. Und dann testet man eben noch, ob man sie frei schieben kann, ob sie dann irgendwo bremsen und so weiter und so fort. Brauche ich euch wahrscheinlich alles nicht zu erzählen. Macht ihr alle selber oder auch nicht. Weiß ich nicht. Jetzt habe ich das Ganze natürlich mit Kleber versehen. Habe ich euch nicht nochmal extra gezeigt. Dann wird das Ganze jetzt hier verschliffen. Da habe ich mir also so mittelprächtige, mittelstarke oder mittelkörnige Sandpapiere ausgesucht. Zwei Stück. Da habe dann die Übergänge nochmal ordentlich verschliffen und bin auch über die gesamte Strecke nochmal gegangen. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil wie man schleift, kann ich, brauche ich euch nicht zu sagen. Und habe nochmal die gesamte Spur abgeschliffen, um irgendwo, da wo der Laser durchgebrochen ist, wo die vielen Punkte damit unter zu sehen sind, ergibt sich immer so ein ganz, ganz kleiner Huckel. Und das muss doch nicht sein. Das kann doch schön sauber drüber laufen. Dann eben noch den ganzen Schleifstoff weggemacht, damit das eben auch alles sauber ist, damit eben, jetzt kommt so ein kleines Geheimnis von mir, auch hier, wer es kennt, würde mich freuen oder auch nicht, ich weiß es nicht, ich mache ja meine Bahn, meine Strecke, deswegen wollte ich die Magneten von unten drunter haben und nicht von oben einlassen, wie es vom Hersteller vorgesehen ist, sondern ich wollte es von unten haben, damit ich genau das machen kann, was ich euch jetzt hier zeige. Ich habe Spannlack aufgetragen. Die komplette Strecke mit Spannlack versehen unten drunter, unabhängig davon läuft es ja auch in die Löcher schön rein, alles klar. Und der Spannlack ist noch feucht, wenn ich diese Acrylfarbe, die wir jetzt haben, auftrage. Warum Spannlack? Ich habe ja von unzähligen Tests gesprochen. Der Spannlack in Verbindung mit dieser Acrylfarbe gibt gleich, wenn ich die Oberfläche der Straße auftrage, ihr werdet gleich sehen, was ich meine, gibt das gleich einen wunderbaren Effekt rein, dass die Straße, der Untergrund aussieht wie leicht gerissener Asphalt an manchen Stellen.
kommt auf dem Video nicht immer so rüber, wie ich mir das so vorstelle, wie ich euch das gerne zeigen möchte. Aber ich werde mit Sicherheit noch genug Nahaufnahmen machen, wenn ich heute dann einen anderen Tag, die Straßen werden ja noch fertig gestaltet, da kommen ja noch Markierungen drauf, da kommt ja noch, wie gesagt, Schäden werden noch eingezeichnet. Vielleicht kommt irgendwas anderes noch, ich weiß es nicht. Ich habe da mal so manche Ideen, die ich da irgendwo umsetzen möchte. Und dafür schaffe ich im Grunde genommen jetzt hier dich. Hier jetzt ist mir das schon wichtig irgendwo, dass das vernünftig aufgetragen wird. Und da ist natürlich diese Farbe wirklich wichtig irgendwo dazu. Und jetzt seht ihr natürlich, was ich mache. Ich lege jetzt hier Spannpapier auf. Das ist aus dem Modellflugbereich oder wo auch immer, ja. Also ich kenne es nur von dort. Damit bespannt man von diesen Segelflugzeugen, die man so bauen kann, die Flügel, wo man dann aus Balsaholz drunter das Gerippe baut, dann kommt das oben drauf. Und da drauf kommt nämlich der Spannlack, um dann dieses Papier schön straff zu halten. Und diesen Effekt habe ich mir hier genutzt. Das hat sich mit der Farbe, mit dem Acryl tatsächlich vermischt. Und das war mir irgendwo wichtig, dass ich euch das zeigen kann, wie das eben so auch so funktioniert. Ja, wie man das eben so darstellen kann, dass eben dieser Lack in Verbindung mit der Acrylfarbe und dann eben mit diesem Papier, dass es wunderbare Ergebnis irgendwo gibt. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und da hast du eben wirklich eine Oberfläche. Ihr seht schon, jetzt kann ich mit der Rolle, wenn ich das so ein bisschen bearbeite, so kleine Riefen rein machen, so kleine Furchen ergeben sich da so. Das kann man jetzt schlecht erklären, das muss man probieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch noch nie irgendwo gelesen oder wie auch immer, sondern ich habe mir das hier tatsächlich erdacht. Also ich saß hier an meinem Basteltisch und dachte, wie kriegst du das hin? Das soll ja keine total glatte Oberfläche sein. Ja, viele finden das schön, ich nicht. Ich möchte, dass es gern natürlich wirkt irgendwo. Es soll ja ein Diorama-Charakter irgendwo sein. Und habe dann eben getestet mit verschiedenen Dingen, habe da erst Farbe oder nur Lack oder wie auch immer probiert. Ich habe auch probiert, indem ich den Untergrund mit Grau gemacht habe, nur das Papier aufgetragen. Das ist zu sehen, ich glaube, vor 3 Videos habe ich das. Da ist das mal so leicht zu sehen, wie das da aussieht. Ich blende es mal ein. Und hat mir alles nicht so wirklich gefallen. Ja, das sah eben nett aus irgendwo. Ja, also schwarz ist natürlich, jetzt sieht man auch so hier vorne so ein bisschen diese Riefen da drinnen, als wenn der Asphalt zu kaputt ist. Und es wird nachher weniger, wenn da die eigentliche Farbe drauf kommt. Das ist ja wieder nur die Grundierung irgendwo. Und jetzt schneide ich natürlich ein überstehendes Papier ab. Das ist klar, das brauche ich eigentlich gar nicht zu erklären. Und das Ganze irgendwo dann entsprechend in Form zu bringen, soll ja nicht überall sein. Und die Straße ist ja hochgelagert, die ist ja so 6 mm an den meisten Stellen, jetzt hier vorne gerade das Plateau, hochgelagert von mir. Dann geht es da hinten, wo die Walze die Rolle legt, ist es wieder ganz flach und hinten am Bahnhof geht es noch ein bisschen hoch, sodass ich eine leichte Steigung irgendwo in die Straße reinkriege. Auch zum Bahnübergang macht sich das ganz gut, dass man nicht so einen Huppel reinkriegt, sondern dass es schön gerade rüber geht und das gefällt mir an sich recht gut. Und jetzt mache ich hier natürlich jetzt mir die Arbeit, dass ich an den Kanten, wo ich dann den Bahnübergang habe, wo die Züge dann langkommen, schön sauberen Übergang habe. Irgendwo hier vorne sieht man ja ein bisschen, da habe ich ja die schwarze Farbe, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, die schwarze Farbe weggemacht und habe das dann entsprechend mit Holz weggerubbelt. Das habe ich euch schon mal gezeigt in einigen Videos, deswegen habe ich das jetzt hier gelassen. Ich kann es ja kurz erklären. Ich verwende also hier kaum so eine Gleisradierer, sondern ich nehme meistens mir ein Stückchen Holz. Und da kann man die Oberfläche der Gleise wunderbar sauber machen, ohne dass man Riefen in die Schienenkörper da irgendwo reinmacht, wo sie nachher noch mehr Dreck sammeln kann. Meine Gleise sind verdreckt. Ich bin ja ewig nicht gefahren, ihr wisst es ja selber. Wann habe ich das letzte Fahrvideo gebracht? Aber, jetzt muss ich mal so ein kleines Aber bringen. Nachdem ich natürlich jetzt hier unten den größten Teil irgendwo dann endlich mal geschafft habe, oben ist ja schon sehr viel gebaut, kann ich endlich auch anfangen, mal wieder ein bisschen Fahrbetrieb reinzubringen. Ich freue mich ja so, ja, also ich weiß, dass alles soweit funktioniert, aber meistens ist es so, wenn du was nach langer Zeit in Benutzung übernimmst, irgendwas geht immer nicht, ob das heute ein Signal liegt, ist oder was weiß ich, aber noch geht alles. Ja, jetzt trage ich hier diese Farbe auf, das ist tatsächlich die Faller Straßenfarbe oder Farbe, Straßenfarbe glaube ich, und trage das genauso mit der Rolle auf und reibe das auch so in die Riefen und Rillen ein bisschen rein, sodass die wieder ein bisschen schwächer werden. Also das soll jetzt hier nicht eine einzelne Buckelpiste werden, wo man dann entsprechend dann denkt, man fährt Offroad oder auf einer Straße von vor, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren, da waren sie vielleicht bei uns hier überall so.
Und nein, die soll schon halbwegs vernünftig sein, aber es werden trotzdem Schäden. Schäden müssen da rein. Ja, gerade hier vorne am Bahnübergang sieht man so ein bisschen, das ist nicht gewollt. Das ist zu viel, das muss ich ein bisschen entschärfen. Da gehe ich mit dem Messer leicht ran und dann kriege ich das auch weg. Und diese typischen Abdrücke der Rolle, wenn ich jetzt hier so drüber rolle, das ist im Grunde genommen, ja, nicht gewollt. Das soll schon glatt sein irgendwo. Und das Schöne ist, das geht weg. Es wird glatt zum Schluss, ja. Es sieht wirklich aus wie Asphalt, das ist das Schöne daran. Und dieser Asphalt, der eben mit den Rissen versehen ist. Hier mache ich ordentlich Farbe drauf, bloß nicht zu wenig. Es bringt auch nichts, zu viel bringt aber auch nichts, muss ich dazu sagen. Und mache da ordentlich Farbe drauf. Da hinten muss ich so ein bisschen unter die Treppen schmieren. Da kommen ja noch ein paar zum Podest dran, ja, wo die Leute drauf gehen können, wo sie dann in die Busse einsteigen und so fort. Ihr habt es ja vielleicht am Anfang des Videos gesehen, dass da so der LKW an den Bussen vorbeigefahren ist. Das ist ja übrigens der Bus, in den der Magnet reinkommt, in dem ich später dann meinen LKW halten lassen will. Auch hier vorne, ja, das kommt ja alles noch. Das ist ja jetzt auch immer noch der Grobbau irgendwo, ja. Das ist ja nicht die Fahrbahn, wie sie bleibt. Da wird ja so viel noch gemacht. Wer sich erinnert an mein kleines Wohngebiet, was ich da vorne rechts gebaut hatte, sieht man gerade, na, ganz kleines bisschen, so ein blaues Auto da hinten. Das ist ziemlich weit weg. Da habe ich ja mit dem feinsten Pinsel ja auch Schäden in die Straßen reingemacht. Ach, hier sieht man es ja doch. Ich habe es doch hier mit ein Stückchen Holz. Bei der grauen Farbe habe ich es dann doch aufgenommen, bei der schwarzen nicht gemacht. Und da gehe ich so ganz leicht hin. Und wenn ich das vorhin mit dem Pinselchen so fein gemacht habe, so fein gearbeitet habe, hat das nicht den Grund gehabt, dass ich nicht die Schienen oder die Schienen bemalen will. Nein, ich wollte die Schwellen nicht bemalen von innen. Ja, das bringt mich ja nicht weiter. Dann fange ich ja an, die Schwellen wieder in ihren typischen Rostfarben darzustellen, wie ich das hier gemacht habe. Und da war ich ja auch ein bisschen was vorne drauf. Alles gut, passiert gar nichts. Ursprünglich hatte ich ja die Straße so an der Weiche, das hatte ich ja alles da nicht mehr gemacht. Ich habe das ja weiter hochgelegt, dass ich die Weiche und gerade den Antrieb hier vorne freilassen kann, falls doch mal eine Wartung durchzuführen ist. Passiert ja, es kommt ja irgendwo vor, ja, es ist ja nicht so, dass alles irgendwo auf Dauer funktioniert. Hier sehen wir es, es läuft wirklich sauber, es macht wirklich Spaß, da zuzuschauen. Also ich habe mich so gefreut darüber, schau mal, wie sauber das hier zwischen den LKWs. Natürlich fährt das sauber durch, er kann ja gar nicht anders, er orientiert sich ja an seiner Magnetspur. Und auch da hinten, die Ecke, das wird natürlich alles so ein bisschen ausgebaut noch, dass es eben, ja, das bleibt ja nicht so, wie wir es ja gerade sehen. Das ist ja wirklich nur der Grund, so dass ich jetzt anfangen kann, Industrie hinzubauen. Hier vorne muss ja noch ein Gleis weitergezogen werden. Wir sehen es ja da oben. Das geht ja auch noch ein Stückchen vor. Da kommt wahrscheinlich da, wo der LKW gerade vorbeigefahren ist, vielleicht nochmal eine Laderampe hin, eine Ladefläche hin. Oder ich weiß es noch nicht. Ich habe so viele Gedanken immer im Kopf. Und möchte so viel umsetzen und der Platz reicht nicht aus, obwohl das ja fast 5 Meter sind. Aber naja, man hat halt so seine Ideen, die man gerne umsetzen möchte. So, dann würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr eins von diesen beiden Videos hier oben euch wieder anschauen würdet. Das freut mich und den Algorithmus auch. Dann werden meine Videos doch mehr vorgeschlagen und mehr Leuten angezeigt. Macht natürlich dann wesentlich mehr Spaß, auch was zu fabrizieren für euch. Und natürlich, mir macht es ja sowieso Spaß. Alles klar, dann würde ich sagen, macht's schön gut, bis zur nächsten Woche. Alles klar. Tschüss, ciao, euer Uli.